Großer Bruder, ab morgen auf Platz 1, meine Damen und Herren. Die Giganten aus dem Container von Big Brother. Heute bei uns mit dieser Nummer. Herzlich willkommen, Jürgen und Zlatko. Hallo. Grüß dich, Zlatko. Wirklich weniger, nee. Und die Fans? Meinst du, Zlatko ist jetzt schon das zweite Mal jetzt bei uns? Das letzte Mal so 4, 5 Wochen her, glaube ich? Vor 6, ja. Wie hat sich bisher dein Leben verändert? Reich geworden, klar? Ja, nicht so reich wie du. Aber es ist okay. Aber warte mal, Ende nächste Medien, Woche ab. Die schreiben immer, es seien schon Millionen, das ist Quatsch. Aber wir fühlen uns, glaube ich, wohl. Oder ich fühle mich jetzt momentan wohl. Ja. Auch ohne Millionen. Ja. Das, ich meine, das ist ja bei euch beiden eigentlich ganz unterschiedlich. Ich habe euch gesehen bei Freund Herrn Jauch in SternTV. Und für dich ist es wirklich so, du machst jetzt noch ein bisschen PR für die Platte. Ja, genau. Und dann ist für dich Feierabend. Ja, wir machen noch den einen oder anderen Auftritt zusammen. Ja. Und dann geht mein ganz normales Arbeitsleben wieder los. Das heißt... Das heißt, jetzt bei Ford hier in Köln? Ja, ich arbeite bei Ford im Prototypenbau und bin da sehr zufrieden und sehr glücklich. Das ist keine Schleichwerbung. Nein, wir haben ja nichts geschlichen. Wir haben ja gerade ausgesagt Ford. Ja, da ist ja nichts geschlichen. Bei Ford hier in Köln. Gibt ja noch andere Autos wie Porsche und Hyundai und. Habe ich auch mal von gehört, aber die sollen nicht sein. Mitsubishi, ja, aber nichts. Ich sehe das gerade hier bei dir. Das ist jetzt irgendwie der neueste Trend. Höre ich überall, sehe ich überall. Du hast es auch schon. Was hat es mit diesen Bändern auf sich? Das ist die Hoffnung bei mir. Also grün ist die Hoffnung. Ja, und blau ist die Treue, sagt man, oder? Ja, genau. Ich bin Sladi immer treu. Was ist denn das für Material? Sind das Kunststoffperlen oder was? Nee, das ist ganz was Teures. Das ist Plaste für 1,95. Ja? Ja. Und das haben jetzt unglaublich viele, ne? Manche haben das sogar mehrere übereinander oder was? Aber es ist irgendwie so ein Trend, der sich Manche haben sowas, glaube ich, sogar im Schambereich hängen, habe ich mal gehört. Wirklich? Ja. Erzähl mehr von Sabrina. Aber ich bin Allergiker, deswegen habe ich es. Ja. Wir müssen das gleich noch klären. Ich glaub, Sabrina war sehr in die verknallt. Ja, meinst du? Das sagen alle. Das war mein ganz persönlicher Eindruck und viele Zuschauer haben das auch geglaubt. Ja. Ich glaube, dass Sabrina sehr in dich verknallt war. Ja, dann müssen Sie selber fragen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich stehe normalerweise nicht so auf so zurückhaltende Menschen. Ja, aber sie hat es sehr auf sie abgesehen gehabt. Ja, oder? Kann sein, weiß ich nicht. Ich bin ja auch ein nettes Kerlchen. Ja. Sie hatte nicht so ganz Unrecht. Wie ist es bei dir? Du bist jetzt nach Köln gezogen? Momentan wohne ich in Köln. Ja. Momentan wohnst du in Köln. Hast du festgestellt, dass die Frauen jetzt anders auf dich reagieren als vorher? Gar keine Zeit dazu, überhaupt irgendwie was wahrzunehmen. Ehrlich? Natürlich. Habt ihr das gehört von Alex? Alex hat, glaube ich, ein Verhältnis mit... Nein, die Presse schreibt viel. Ja, mit Jenny nicht. Elvers, ich kann mir das nicht vorstellen. Habt ihr das gelesen? Mhm. Sie hat doch nur was aus ihrem Zimmer geholt, habe ich gelesen. So einen schlechten Geschmack kann Jenny Elvers gar nicht haben. Habt ihr noch Kontakt zu Alex? Wir sehen uns ab und zu mal. Ja, aber er gehört nicht so zum großen Bruder-Clan. Also ich meine, ihr beide seid echte Freunde geworden in der Zeit. Ja. Ja. Und Alex, mein Gott, war halt ein Kollege in dieser Zeit, aber ist nicht so die große Beziehung. So ungefähr. So ungefähr. Schön erklärt. Ja. da kommen ja aber doch noch Ressentiments. Weiß das die Produktionsfirma? Dürft ihr überhaupt reden, wie ihr wollt? Oder kommt Natürlich. Jemand online und sagt, stopp mal. Schnauze. Wir dürfen vorher reden, was wir wollen. Wir reden auch, glaube ich, danach jetzt, wie wir wollen und warum wir wollen. Ja. Nur nicht holländisch, ne? Ja, aber das heißt, dein Shakespeare gibt es jetzt wirklich? Das gibt's wirklich, ja. Wirst du noch eine weitere Platte machen? Das Album ist schon fertig. Ich habe ein komplettes Album jetzt, ja. Ja, das wird ja wahrscheinlich auch wieder auf Platz 1 gehen. Und für dich soll dann definitiv Schluss sein. Ich gucke mir das jetzt an, wie das ist, mit Sladi auftreten, in Talkshows gehen, unser Lied singen. Und wenn mir das gefällt, machen wir vielleicht auch noch eine zweite Platte. Guck mal, das finde ich gut, ja. Das klingt ja schon mal ganz anders als bei SternTV. Nein. Ich sag mal ganz kurz, bei SternTV hatte ich den Eindruck, dass du sagst, lass mich zufrieden mit Fern, krieg ich Plack. Ja? Also noch ein, zwei Auftritte und dann ist Schluss. Aber jetzt irgendwie ein paar Mal drüber geschlafen, schön entspannt. Nee, ich habe beim Günther auch gesagt, dass
dass ich mit Sladdy auf jeden Fall diese Platte noch singe und verschiedene Auftritte mache. Und das, wenn mir das gefällt, wenn ich Spaß daran habe, auch noch eine zweite mache. Alles andere, was mit diesem Big Brother Projekt zu tun hat, ich hatte ja einen Haufen Werbeverträge, hätte ich Werbesachen machen können und das habe ich abgelehnt. Ja. Und das macht mir Spaß mit Sladdy und das will ich auch weiterhin tun. Aber wie gesagt, ich arbeite in meiner Firma und das ist mein Hobby und das mache ich nebenbei. Und ist richtig, dass der Großteil von dem, was du hier verdienst, gespendet wird für die Kinderklinik? Der größte Teil davon, das Geld, was uns Verona Feldbusch gegeben hat, Andrea und mir, diese 14.000 Mark, die werde ich morgen an die Kinderkrebsklinik hier in Köln überreichen. Ja. Also, haben alle was davon. Auf jeden Fall. Ja. Wisst ihr schon, was sind euch noch für Auftritte, die ihr macht? In welchen Shows und wo geht's noch hin, von hier aus bitte? Ja, der erste Punkt war ja hier zu dir. Ja. Und das ist schon mal positiv. Das, das war immer Traum von mir. Ehrlich? Einmal hier zu sitzen. Ehrlich? Ich habe sonst da ganz oben in der Ecke irgendwo gesessen. Du warst schon mal hier im Studio? Hier in dem Studio nicht. Da hast du es noch im Kapitol gemacht. Ja, ja. Echt? Ja. Und? Ja. Da hast du gedacht, dass du mal hier sitzt? Du bist der Beste für mich. Ach komm. auf jeden Fall. Hey. Ich finde das sehr sympathisch, dass du das sagst, aber du brauchst nicht sagen, du kannst nicht mehr nominiert werden. Nein, und Sabrina hätte jetzt gesagt, tu die Schnecken vom Tisch. Ja, wegen Schleim? Ja, genau. Ach, das aber ich sage meine ehrliche Meinung, ich sage Positives und ich sage auch Negatives. Ja. Nee, also ich meine, ich hätte ja gedacht, du gewinnst, ja, aber da waren wir alle sehr überrascht. Du glaubst auch nicht an die böse Geschichte, dass man John hat gewinnen lassen seitens eurer holländischen Freunde, weil man sagt, der Jürgen, der verkauft sich sowieso. Ja, mir geht's wirklich gut. Hm? Dir auch, ne, Sladdy? Sehr gut. Ja, uns geht's gut. Ihr habt ja auch viel gelernt. Ha? Verstehe. Ja, habt ihr denn zu John noch Kontakt? Ja, ich nicht. Eher weniger. Ja, ich habe seine Telefonnummer und wir waren ja zuletzt bei Jauch. Das war das Letzte. Er hat auch sehr viele Termine und ist dauernd unterwegs. Ja. Und ja, wir haben auf jeden Fall Kontakt. Ich verstehe mich sehr gut mit John. Ja, ja. Er war auch hier, sehr, sehr ruhiger Zeitgenosse. Ja, der hat gesagt, er merkt gar nicht, was so alles mit ihm passiert. Deswegen hat er immer Fotoapparat dabei. Er fotografiert alle. Der kriegt das erst so in 2-3 Jahren mit, was mit ihm geschehen ist. Das hat mir aber eigentlich auch gut gefallen. Weil man hat festgestellt, er ist so, wie er im Container gewirkt hat. Er hat sich nicht verstellt, er hat die Ruhe weg, er hat sein eigenes Timing. Mhm. Ja, man lässt sich doch nichts aus. Ganz langsam. Ich finde das auch und so und findet gut, wenn er ab und zu mal weint. Ich habe ihn gefragt, solche Muckis und tätowierte Waden und dann heulen. Ja, warum dürfen Männer nicht mal weinen? Das finde ich auch echt gut. Ja. Ja, aber ihr habt nicht geweint im Container, oder? Nee, mir war da mehr zum Lachen und zum Grinsen. Ja. Habt ihr Fußball geguckt? Was für ein Fußball? Ja. Wie ist es eigentlich? Du bist für Deutschland oder bist du für Slowenien oder für Jugoslawien? Jugoslawien? Oder wie sieht es aus? Ich bin für die Holländer. Clevere Antwort. Ja, ich kann nicht mehr für die Deutschen sein, die sind doch schon zu Hause. Geht kann man ja trotzdem. Nein, ich weiß jetzt auch, was der Unterschied zwischen Amateurbereich, ich spiele ja selber Fußball in der ersten Kreisklasse. Bei welchem Verein? Beim Fühlinger, SV Fühlingen. Schön, mit dem eigenen See. Erste Kreisklasse, ja, genau. Ja. Ja. SV Fühlingen und der Nationalmannschaft, der Unterschied da ist, wir dürfen gar nicht auflaufen, wenn wir unter 1,5 Promille sonntags haben. Aber die fußballerische Qualität ist eigentlich die gleiche. Ja, nee, aber ich finde es echt ein bisschen engstirnig, dass man da auf den Rim hat, weil die gefeiert haben, oder? Ich meine, ist ja normal, man fliegt raus und das Turnier ist zu Ende. Warum sollen die sich da nicht ein bisschen auf die Klatze gießen? Klar, wenn ich so gespielt hätte, wäre ich wahrscheinlich 10 Tage im Dauerdelirium. Ja? Ja. War so schlimm? Gut, das eine Spiel, aber insgesamt will ich, glaube ich, geht es gut weiter. Wer sollte Bundestrainer werden, eurer Meinung nach? Sladdy! Ich glaube, schlechter hätte es gar nicht ausgehen können, wenn ich Bundestrainer gewesen wäre. Ja, aber du hättest vielleicht noch mit so ein paar Sprüchen, weißt du, so wie Steppi, Leppe geht weiter. Nee, ich hätte dann gesagt, sag mal, habt ihr alle eine Dachplatte oder was? Ja, einfach so ein paar Statements, ein Co-Trainer. Ja. Ich finde, du solltest Nationaltrainer werden, weil dann gäbe es endlich mal wieder was zu lachen bei der deutschen Nationalmannschaft. Nee, ist nicht mein Job. Nee? Das ist definitiv, es ist sehr schwierig. Finde ich. Aber jetzt kann man nur gewinnen. Und gestern bei Stern TV haben die Leute abgestimmt, die überwältigende Mehrheit möchte, dass Berti Vogts zurückkommt. Habe ich gesehen, ja. Ja. Er hat aber klasse geantwortet. Dem haben sie die Frage gestellt und der hat dann selber für eine ganz andere Frage geantwortet. Also war richtig clever von ihm. Ja? Ich habe es leider nicht gesehen. Doch. Er hat eine ganz andere Frage geantwortet. Ja. Er hat gesagt, jetzt beantworte ich einfach die Frage, die ich mir gedacht habe, dass sie mir stellt. War richtig clever. Sollte ich mir eigentlich morgen ganz einfach. Ja, das ist nicht schlecht.
Wenn eine Frage kommt, die ich gar nicht beantworten will, dann denke ich mir einfach eine Frage aus und gebe dann meine Antwort zu meiner Frage. Ist doch gut. Und weißt du, was bei dir der Vorteil ist? 40 Journalisten werden einen großen Artikel darüber schreiben, was das zu bedeuten hat. Ja, richtig. Ja, da wette ich. Da wette ich. Slavko, was sagt das für ein raffiniert zweite Ebene? Ja. Hat es eigentlich Spaß gemacht, die Platte aufzunehmen? Ja, wir haben sie ja getrennt aufgenommen. Ich habe meinen Part im Haus singen müssen, ohne dass ich wusste, dass ich später mal mit Sladi auf der Bühne stehen werde. Ja. Er wusste es, er hat draußen seinen Part aufgenommen und es ist dann zusammengemischt worden. Ja. Und ich habe es erst erfahren, dass wir eine gemeinsame Platte haben an diesem Freitag, wo ich rausgekommen bin. Da hat er mir auf der Bühne gesagt, das ist unser Lied. Wahnsinn. Andere Leute machen jahrelang Musik, haben nie eine Nummer 1. Ja. Ihr macht zum ersten Mal Musik und gleich die Nummer 1. Aber so ist das Leben. Es ist gerecht. Ja, ja, aber hat wir aber sagen immer, es wäre viel schöner, wenn einer darauf hinarbeitet. Bei uns ist ja wirklich von null auf gar nichts, sind wir jetzt da oben. Ja. Ich bewundere die Leute, die darauf hinarbeiten, weil die können irgendwie viel stolzer sein als wir. Aber wir machen das ja zum Spaß und macht's Spaß. Und wieso sollen wir es nicht weitermachen? Genau. Eben. Ja. Also ich meine, das ist ja freie Marktwirtschaft. Und ich hoffe, die Leute haben auch Spaß. Natürlich. Ich darf euch bitten, wir haben hier Mikros, denn für so einen Live-Auftritt brauchen wir natürlich ein Mikro. Jürgen, klar, danke euch, super. Slavko, bis zum nächsten Mal.